Hallo meine Lieben, ja, ich möchte jetzt heute ein bisschen was über mich erzählen, warum ich das mache. Ja, ich bin 18 Jahre alt, ich habe eine super harmonische Familie, die mich auch überall unterstützt. Natürlich verstehen sie nicht alles, zum Beispiel das Selbstverletzen. Und ja, meine Eltern stehen immer hinter mir, meine Geschwister. Ja, ich habe zwei ältere Schwestern und ja, wir sind zwar ziemlich eng aneinander, aber irgendwie auch nicht. Und ja, ich habe noch einen Zwillingsbruder. Mit dem verstehe ich mich echt gut. Und ich merke halt immer, wenn es ihm schlecht geht, dann geht es mir automatisch auch nicht so gut. Und warum ich das Ganze mache, es liegt daran, weil psychische Erkrankungen einfach nicht akzeptiert werden in der Welt. Man denkt immer, wenn man psychisch krank ist, ist man bekloppt. Also man wird gleich immer abgestempelt als Psycho, Klapsenkind. Ich finde auch nicht gut, wenn man zur Psychiatrie Klapse sagt. Also natürlich habe ich das als früher den Ausdruck auch immer genannt, ist klar. Aber ich finde es persönlich nicht gut. Genauso wie das Selbstverletzen finde ich dieses Wort Ritzen. Also ich persönlich mag das Wort gar nicht. Ja, die Leute akzeptieren Selbstverletzen nicht. Also man wird halt dann gleich als Aufmerksamkeitskind bezeichnet. Vor allem ich laufe ohne Jacke in der Stadt draußen rum und es kommen halt ganz viele Blicke auf mich. Und manchmal wird sogar gelästert, aber da sage ich was zurück. Ich bin sehr selbstbewusst. Und ich habe eine ziemlich große Klappe und dann sage ich auch was zurück, weil ich meine, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und das ist zwar jetzt ein krasses Beispiel, aber ein Krebskranker muss sich auch nicht für das entschuldigen oder schämen, dass er krank ist. Und wir haben auch eine Erkrankung und für die können wir einfach nichts. Und deswegen müssen wir uns auch nicht schämen und wir sollen uns auch nicht schämen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß das echt wirklich. Und ja, ich leide ja auch an Anorexie. Man wird auch oft als Spargeltarzan hingestellt und auch Magersucht meinen die meisten, ja, man will nur mager sein, aber so ist es eigentlich nicht. Die meisten, zum Beispiel auch die Pro-Ana-Gruppen, die gehen nur auf das Abnehmen, aber das meiste beginnt ja im Kopf, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Also Magersucht ist ja fast nur reine Kopfsache. Natürlich ist die Auswirkung irgendwann das Gewicht, also man nimmt halt natürlich ab und ja. Kliniken, weiß nicht, ich war schon in mehreren Kliniken und in einer Klinik war ich letztes Jahr von 2014 bis 2015 über ein Jahr und ich kann nur sagen, es war die Hölle. Wir wurden drangsaliert, wir wurden eingesperrt, wir wurden angeschrien, also es war wirklich die Hölle. Mein Therapeut hat zu mir gesagt, dass es auch ein Stück weit ein Trauma ist. Ich sehe es auch als Trauma, weil es war wirklich sehr schlimm. Ich habe viel geweint, ich wollte einfach nur noch heim. Aber meine Eltern wussten nicht, wie es weitergeht, weil ich bin gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe gerade nur noch das Zimmer verlassen, also mein Zimmer hier. Und dann konnten sie mich nicht mit rausnehmen. Danach sollte ich in ein Berufsbildungswerk. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also das ist ein teilgeschützter Rahmen, in dem du deine Ausbildung machst. Fällt der Name nicht mehr ein. Praktikas macht. Und ich war einen Tag dort und ich habe so psychogene Anfälle, also ich kann das Wort nicht aussprechen, also ich ich kann leider das Wort nicht aussprechen, aber ich denke, die meisten wissen, was ich sagen will. Und dann kam Gott sei Dank der Notarzt und der Krankenwagen und dann kam ich ins Krankenhaus und der Leiter vom Berufsbildungswerk hat mich dann rausgeschmissen, weil er gesagt hat, die Frau Dr. Haberl, also in der Klinik, hat uns alles verschwiegen, das war eine sehr schlechte Übergabe und für mich ist es noch nichts. Und dann hat das Jugendamt gemeint, wo ich hin will und dann haben meine Eltern gesagt, heim und dann hat das Jugendamt gesagt, na gut, dann nehmen Sie die Verena heim. Heute bin ich ganz froh, dass ich zu Hause bin. Natürlich bestimmt das Gericht über mich, also ich habe einen Vormund, das sind Gott sei Dank meine Eltern, aber das Gericht guckt so und das Gericht meinte halt so, meine Eltern sollen mir alles zum Selbstverletzen wegnehmen, aber meine Eltern sagen, was bringt das? Natürlich gehe ich dann und kaufe mir was Neues und es gehört zu
eine Erkrankung, es gehört zu mir, es ist eine Sucht kann man nicht von heute auf morgen beenden. Und ja, heute klappt auch meine Kamera ziemlich gut. Das finde ich ganz gut. Und ja, und ich will eigentlich das alles machen, weil ich will endlich klar machen, dass psychische Erkrankung nicht gleich total gestört heißt und gestört heißen muss. Man kann genauso leben, ich kann genauso lachen, ich kann weinen, ich habe genauso Gefühle, ich empfinde halt meine Gefühle viel zu intensiv, aber ich bin deswegen nicht krank. Ich habe zwar auch einen Schwerbehindertenausweis und eine Pflegestufe 1, also erst war es 0, aber dieses Jahr hat sich das verändert, jetzt ist es die 1, aber ich bin trotzdem nicht anders da. Wenn ich meinen Schwerbehindertenausweis, dann gucken die dann gleich alles so und dann sage ich immer Stopp. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe genauso Gefühle, obwohl ich psychisch krank bin. Ich gehöre nicht immer in die Psychiatrie. Natürlich hatte ich auch schon Suizidversuche. Aber ich kann trotzdem leben wie ein normaler Mensch. Man gehört nicht von der Welt irgendwie abgekapselt, nur weil man krank ist. Ich meine, man sieht es uns ja auch teilweise nicht an. Natürlich sieht man meine Narben. Ich habe ziemlich viele und am ganzen Körper. Und wenn man Anorexie hat, sieht man es halt auch an. Bei mir sieht man es zum Beispiel auch an. Aber deswegen gehört man nicht gleich immer so abgeschoben. Immer so, ja, in die Klinik und, weil eine Klinik kann dir ein Stück weit helfen, aber eine Klinik und auch kein Therapeut kann dir keine Gedanken nehmen. Es funktioniert nicht. Ich wäre froh, wenn jemand die Gedanken einfach löschen kann. Einfach so und alles ist weg. Aber es funktioniert einfach nicht. Man muss lernen, ein Stück weit irgendwie loszulassen und auch irgendwie ein Stück weit damit zu leben. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Und ja, ich habe auch einen Instagram-Account schon seit 3 Monaten. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das Recover angefangen habe. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und vielleicht wollt ihr auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Er heißt mein Recover-Weg und dann so ein Unterstrich. Und ja, ich wollte mich auch für die 554 Abonnenten bedanken. Und meine ersten 2 Videos haben schon über 1000 Klicks bekommen. Ich finde es echt super, dass ihr das alles so anschaut. Und mich macht es echt immer ein Stück weit glücklich, wenn ich sehe, ja, Leute interessieren sich für mich, Leute interessieren sich für das, was ich mache. Und ich habe jetzt auch dann bald ein Interview mit RTL und da will ich das auch so sagen und sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn man krank ist. Man muss sich nicht verstecken deswegen. Man kann so sein, wie man ist Mensch, man lebt eben nur einmal. Und für das, was man ist, kann man nichts. Man wurde so gemacht ein Stück weit. Und das will ich einfach in die Welt bringen und ich hoffe, ihr findet meine Videos gut und ich habe euch echt alle lieb. Und ja, kommt auf meinen Instagram-Account vorbei. Ich habe auch Facebook, da heiße ich Verena Ehrenreich. Und ja, bis demnächst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch ein Stück weit interessiert, was ich mache, wie ich lebe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.